Ich möchte euch jetzt Rita Wiedemann vorstellen, eine Lehrerin an der Montessori-Schule, die euch von ihren eigenen Erlebnissen als Kind berichten wird, durch nur eine Tetanusimpfung fast dahingegangen. Liebe Rita, bitte. Die Geschichte hat meine Mutter aufgeschrieben, es ist meine Geschichte. Ich lese mit ihren Worten vor. Ein kleiner Pieks und das Leben kann sich radikal ändern. Im Alter von ca. 12 Monaten solltest du auf Anraten des Münchner Kinderarztes gegen Tetanus geimpft werden. Du hattest keine Verletzung, es war eine reine Vorsorgeimpfung laut Impfkalender. Ich ging mit dir am Impftermin hin, sagte aber dem Arzt, ich wäre mir unsicher, weil du seit 2 oder 3 Tagen nicht so munter wie sonst seist und ganz leicht erhöhte Temperatur hättest. Er sagte, da könne ich ganz unbesorgt sein, da kommt halt wieder ein neues Zähnchen. Und man könne unbedenklich impfen. Also ließ ich ihn impfen. Im Laufe der nächsten paar Tage nahm deine Beweglichkeit immer mehr ab statt zu. Die meiste Zeit lagst du nur da. Ich dachte, du würdest krank werden, eine Erkältung vielleicht. Das Impfen hatte ich nicht mehr im Kopf. Und dann begann das Schreien. Du hörtest nur auf zu schreien, wenn ich dich herumtrug, also im Gehen. Ich trug dich 3 Tage und 2 Nächte ständig herum, zählte die Schritte von der Eingangstür über den Hausflur bis zur Balkontür im Wohnzimmer und zurück. Am 3. Tag hatte ich Halluzinationen infolge des Schlafmangels und hatte den Eindruck, der Fußboden wölbe sich, die Schränke biegen sich. Am Abend sagte der Papa, das mache keinen Sinn, ich müsse unbedingt schlafen. Ich solle mir Oropax in die Ohren stecken und ins Bett gehen. Er kümmere sich um dich. Ich ging ins Bett und schlief auf der Stelle ein. Der Papa legte dich ins Bett, obwohl du geschrien hast, und ging dann auch ins Bett. In der Nacht wachte er auf, weil er aufs Klo musste. Und da war alles still. Er ging nachgucken ins Kinderzimmer. Und da lagst du. Total gebogen, starr und steif und warst glühend heiß. Er hat mich sofort geweckt. Ich konnte dir nichts anziehen, weil du so steif warst. Also habe ich dich auf mein Kopfkissen gelegt und eine Decke drum gewickelt und so sind wir ins Harlachinger Krankenhaus gefahren. Der Arzt nahm dich gleich mit und wir warteten. Als er kam, sagte er, dass du gezuckt hättest, als er dich in die Ferse piekste, um einen Tropfen Blut zu erhalten. Er meinte, du hättest Neurotoxikose, also Vergiftung der Nerven. Er könne uns wenig Hoffnung machen und auch für den Fall, dass du überleben würdest, wärst du schwer behindert. Am nächsten Tag rief ich im Krankenhaus an und bat darum, dass ich bei dir bleiben könne. Mir wurde ein Zimmer mit Bett zugesagt und ich packte eine Tasche. Im Krankenhaus sollte mich ein Pfleger zu dir bringen. Auf dem Weg dahin kam plötzlich der Entschluss, ohne nachzudenken, es war rein intuitiv, dass ich dich mit nach Hause nehme. Ich sagte das dem Pfleger und der sagte, das müsse der Arzt entscheiden. Er brachte mich zum Arzt, dem ich meinen Entschluss mitteilte. Der wurde zuerst pampig, dann aggressiv und wurde laut. Ich wiederholte stereotyp diesen einen Satz, ich nehme sie mit. Schließlich gab er auf und ließ mich ein Papier unterschreiben, auf eigene Verantwortung. Ich bekam noch Medikamente mit, die ich dir geben sollte. Was das für welche waren, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dass das eine ein Antibiotikum war, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Was die anderen Medikamente waren, weiß ich gar nicht mehr. Diese Medikamente warf ich in einen Mülleimer, der vor dem Krankenhaus an einer Straßenlaterne befestigt war. Ich packte dich wieder auf das Kissen und diesmal war es leichter, weil du nicht mehr starr und gebogen warst, aber du warst nicht ansprechbar. Reglos hattest du die Augen geschlossen. Zu Hause rief ich den Kinderarzt an, der dich geimpft hatte. Noch immer nicht dachte ich an die Impfung. Die aktuelle Situation füllte mein ganzes Bewusstsein aus. Ich sagte ihm kurz, was geschehen war und dass ich dich aus dem Krankenhaus heimgeholt hätte. Du hättest 41 Grad Fieber und wärst nicht ansprechbar. Was ich tun könne, fragte ich. Er sagte, ich solle dir ein Fläschchen anbieten.
Das tat ich und rief ihn dann wieder an, sagte ihm, dass du ein wenig dran genuckelt hättest. Er sagte, das sei sehr gut. Ich solle der Mini-Klistiere mit einem kleinen Gummiballon machen, mit kaltem Kamillentee, immer wieder, bis das Fieber auf 39 Grad heruntergeht. Du hast auch immer wieder aus dem Fläschchen getrunken. Zwar nur wenig, aber ich habe es immer wieder angeboten. Am nächsten Morgen war das Fieber wieder auf 41 gestiegen. Dieselbe Prozedur. Mini-Klistiere mit kaltem Kamillentee, Fläschchen nuckeln und herumtragen. Bis zum Abend Fieber nur noch 39 Grad. Ich weiß nicht mehr, wie lange das ging. Aber von Tag zu Tag war am Morgen das Fieber weniger hoch und du hast mehr getrunken. In den Anfangstagen, als das Fieber noch hoch war, hattest du auch die Augen immer geschlossen. Die meiste Zeit hielt ich dich im Arm und oft sang ich immer dasselbe Lied, das der Papa im Männerchor gelernt hat, und stellte mir vor, dass du die Augen aufmachst. Hell auf, geht Sonne auf, sie kommt von Osten herauf. Sie scheint in mein Mausel sein Fenster und weckt vom Schlaf auf. Und irgendwann hast du die Augen aufgemacht. Als das Fieber nur noch wenig stieg, hörte ich mit den Mini-Klistieren auf. Als das Fieberthermometer normale Temperatur anzeigte, war an Bewegung sehr wenig vorhanden. Nur trinken, saugen und schlucken ging und die Augen öffnen und schließen. Du konntest weniger als ein Neugeborenes. Ich rief wieder den Kinderarzt an, berichtete ihm alles. Er gab mir dann die Telefonnummer einer Therapeutin, die in der Boppert-Methode ausgebildet war. Der Kontakt mit dem Kinderarzt, der geimpft hatte, war nur übers Telefon. Die Therapeutin sagte mir später, sie wäre erschrocken, wie sie dich gesehen hat. Sie dachte, arme Mutter, da ist nichts mehr zu machen. Aber sie tat, was ihr Job war. Sie zeigte mir, was ich zu Hause machen solle, und ich tat es, den ganzen Tag, immer wieder Übungen. Ich erinnere mich noch deutlich an die erste Übung. Ich sollte dich mit dem Rücken zu mir halten und dann über einer Tischplatte dir mit der Hand einen kleinen Stups auf den Rücken geben, damit du vornüber fällst. Aber ganz schnell mit der Hand deinen Kopf abfangen, sodass du nicht auf die Tischplatte fällst. Dieses Fallen soll einen Reflex auslösen, den sogar Neugeborene schon beherrschen. Anfangs ging da gar nichts. Aber irgendwann spürte ich ein winziges Zucken deiner Schultern und da fasste ich endlich wieder Mut. Das Zucken verstärkte sich immer mehr, bis du dann beim Fallen die Arme aufstrecktest. Andere Übungen kamen dazu und du fingst bei der Therapeutin an zu schreien, was du seit der Körperstarre nicht mehr getan hattest. Ich dachte, du hättest Schmerzen, aber dann sah ich ein, dass es sein musste. Du hast aus Leibeskräften geschrien und ich heulte. Die Therapeutin hat mich dann raus in den Gang geschickt. Dort saß ich dann und steckte mir die Finger in die Ohren. Dann kam eine Übung nach der anderen. Das Kopfheben musste trainiert werden, das Robben, das Krabbeln, das Knien und Aufstehen und so weiter. Und dann ging es immer schneller. Du machtest sogar teilweise die Übungen selber, zum Beispiel am Gitterbettchen, kniend, festhaltend und wieder aufstehen, knien, aufstehen. Du hast gestrahlt, wenn wir dir Beifall geklatscht haben. Es existiert sogar noch ein kleiner Film von dieser Übung. Halbes Jahr nach der Impfung bist du dann gelaufen und niemand sah mir an, was vorher war. Die Therapeutin sagte mir bei der letzten Stunde, dass du ihr Vorzeigekind wärst, dass sie den Müttern erzählt, in welchem Zustand du zuerst warst und dass alles wieder gut geworden ist. Heute weiß ich, dass Impfschäden gemeldet werden müssen. Ich war den ganzen Tag über beschäftigt, mich um dich zu kümmern, habe deinen Bruder in dieser Zeit sehr vernachlässigt. Ich hatte die Impfung nicht mehr im Kopf. Nur die Gegenwart und was ich tun kann und muss, füllte mich aus. Ob der Arzt eine lebensbedrohliche Krankheit gemeldet hat oder nicht, weiß ich nicht. Zu mir hat er davon absolut nichts gesagt. Wenn der Arzt bei der Impfung den Eltern ein Formular in die Hand drücken würde, auf dem eingetragen werden kann, was in den Tagen nach der Impfung beobachtet wird, dann wäre ziemlich sicher festgestellt, dass die Neben- und Nachwirkungen einer Impfung, dass die erfasst werden. Natürlich ist mir später der Zusammenhang zwischen Impfung und Neurotoxikose bewusst geworden. Deshalb habe ich dich und deinen Bruder auch gegen nichts mehr impfen lassen. Auch der Arzt hat nichts mehr von Impfen gesagt. Und von dieser schlimmen Zeit habe ich euch auch sehr wenig gesagt. Ihr solltet doch unbeschwert von Lebensbedrohungen im Gedächtnis aufwachsen. Was alles meiner Meinung nach geholfen hat: das Fieber, das nicht mehr unterdrückt, sondern nur in Grenzen gehalten wurde.
die über den ganzen Tag verteilten Übungen, das viele Tragen und Wiegen und Streichen, ein russisch-orthodoxes Kloster, in dem jeden Tag laut für dich gebetet wurde und du namentlich genannt wurdest, die Entgiftung über den Darm durch die Einläufe mit dem Minniklistier und vor allen Dingen, du wolltest leben.